Warum hast du dieses Loch gegraben? Weil mir langweilig war. Erzähl mir von dem Loch. Es ist ja schon ein sehr spezielles Loch. Ich meine ein sehr auffälliges Loch, wollte ich sagen. Die 15-jährige Alisa Busterman gibt zu, ein kleines, unbestreitbar grabförmiges Loch gegraben zu haben. Nur wenige Meter von dem Ort entfernt, wo die 9-jährige vermisste Elisabeth Orton zum letzten Mal gesehen wurde. Die Behörden waren schon vor der Entdeckung dieses Lochs auf die Familie Busterman aufmerksam geworden. Die beiden waren Nachbarn, nur 4 Häuser weit voneinander entfernt. Emma, Alicias 6-jährige Halbschwester, war die Person, die das vermisste Mädchen am 21. Oktober 2019 gegen 17 Uhr zum letzten Mal sah. Emma hatte Elisabeth wie so oft darum gebeten, Brettspiele zu spielen. Elisabeth machte sich daraufhin mit einem geliehenen Telefon und der Anweisung, um 18 Uhr zu Hause zu sein, auf den Weg. Jedoch ist sie nie zurückgekommen. Gegen 22 Uhr streiften bereits hunderte Freiwillige im strömenden Regen durch die dichten Wälder. Nachdem Alicia sich scheinbar dazu bekannte, ein falsches Grab gegraben zu haben, stimmte sie einem Gespräch mit Sergeant David Rice von der Missouri State Highway Patrol zu. Sie wurde in diesem Fall bereits informell befragt, ohne Ergebnis. Deshalb ging man davon aus, dass dieses Gespräch ebenfalls zu keinem Ergebnis führt. Jedoch ist sie sich der Tatsache nicht bewusst, dass Rice ein Ass im Ärmel hält. Bei einer Durchsuchung des Hauses der Familie Busterman hat man in ihrem Zimmer ein Tagebuch gefunden. Dieses enthält einen durchgestrichenen Eintrag, der auf den Tag des Verschwindens datiert war. Beleuchtet man dieses Gekritzel von hinten, treten 2 Wörter zutage: Schlitzen und Kehle. Rechts von Alicia sitzt die Jugendbeamtin Toni Meyer. Das Gesetz des Bundesstaats Missouri schreibt vor, dass ein Jugendbeamter immer dabei sein muss, um die Rechte des Minderjährigen während des Verhörs zu schützen, indem sie beispielsweise sicherstellt, dass Rice einer Aufforderung, das Verhör zu beenden, sofort nachkommt. Meyer ist es jedoch nicht gestattet, ihr Rechtsbeistand zu geben. Und sie darf ebenfalls nicht an der Befragung teilnehmen. Eine Abweichung von dieser Neutralität würde die Ermittlung gegen Alicia gefährden. Okay, mein Name ist David, du kannst mich Dave nennen. Okay. Und du bist Alicia. Yo. Okay, ich muss einige Grundinformationen mit dir durchgehen, nur damit ich einige Dinge aus dem Haus, wo ihr lebtet, verstanden habe. Und Ihnen gehört das Grundstück da draußen, stimmt das? Die letzte Person im überfüllten Verhörraum ist Alicias Großmutter und Erziehungsberechtigte, Karin Brock. Ein Vormund muss ebenfalls anwesend sein, wenn Alicia verhört wird. Es sei denn, sie verzichtet auf dieses Recht. Karin wird Alicia zu Beginn des Verhörs noch Trost und Zuspruch geben. Jedoch wird sie es nicht bis zum Ende aushalten. Okay, also fangen wir mal an dem Mittwochmorgen an. Lass uns das Ganze von einer Art Anfang durchgehen. Okay, dann erzähl mir also was von dem Moment an. Also, als du morgens wach wurdest, erzähl mir exakt alles, was danach geschah. Ich ging zur Schule. Okay. Und ich war jeden Tag dort. Dann bin ich mit dem Bus nach Hause gekommen, so gegen 15 Uhr war das. Dann habe ich einige Zeit nur in meinem Zimmer rumgehangen und dann machte ich einen Spaziergang gegen 17 Uhr. Ich lief dann einige Zeit einfach im Wald herum und ich sollte meine kleine Schwester mitnehmen, aber wir trennten uns, weil sie immer so nervig war. Okay, Alicias Teenie-Angst geht viel tiefer, als dass sie nur ihre Schwester nervig findet. Sie kommentierte ein YouTube-Video, in dem ihre Brüder einen Elektrozaun anfassen mit folgenden Worten: Jetzt wird's gut, jetzt werden meine Brüder verletzt. In ihrer Kanalbeschreibung steht unter ihren Hobbys Menschen zerschneiden, Menschen töten. Zudem kann man ihre jokerartigen Selfies heute noch im Internet finden. Aber Alicia hat die Emo-Subkultur nicht erfunden. Aber sie werden gleich trotzdem Hinweise sehen, die ihnen zeigen, dass mit diesem Mädchen etwas grundlegend falsch läuft. Und ich hörte so etwas wie Emmas Geschrei. Also ging ich raus und sie war unten an dem Graben. Sie steckte in einem Dornbusch. Also lief ich runter zu ihr und half ihr. Dann fragte sie mich, warum ich blute. Ich antwortete, ich habe meine Periode vergessen. Und ich denke, ja, ich erzähle dazu nicht mehr. Alicias Bericht war größtenteils vage. Aber hier erinnert sie sich an eine konkrete Konversation mit ihrer Schwester. Die Behörden werden später feststellen, dass Alicia in Wirklichkeit gar nicht ihre Tage hatte. Das war also gelogen. Alicia möchte also die wahren Quellen des Blutes verheimlichen und erkennt, dass die Entdeckung durch Emma weitere Fragen seitens der Behörden nach sich ziehen wird. Sie hofft also, dem Verdacht vorzubeugen, indem sie es selber anspricht.
Du musst etwas weiter vorne anfangen. Okay. Also du warst in der Schule. Du hast an dem Tag nicht früher aufgehört. Nein. Okay, wir haben auch herausgefunden, dass du in der Schule Ja, warst. Wir checkten das und ja. du hast also gesagt, du wärst in der Schule gewesen. Was hast du in der Schule gemacht? Ich ging in all meine Fächer und machte meine Hausaufgaben. Ist irgendwas in der Schule passiert? Nein. Irgendwas Außergewöhnliches? Ein ganz normaler Schultag. Okay, ich meine irgendwas Besonderes. Nein. Keine Kämpfe, kein Streit mit irgendjemand? Nein. Okay, hast du jetzt eigentlich einen festen Hab Freund? ich. Okay, wie heißt er? Er heißt Dustin. Dustin, okay. Was hast du gemacht, als du nach Hause gekommen bist? Ich ging in mein Zimmer und dann ging ich ins Bad. Ich machte eben all das Zeug, was ich immer nach der Schule gemacht habe. Sicher. Und dann entschied ich mich, eine Runde spazieren zu gehen, weil der Tag so schön war am Mittwoch. Also ging ich raus in den Wald und... Wo gingst du hin, wenn du sagst spazieren gehen? Okay, da gibt es so eine alte Baumreihe. Willst du, dass ich sie dir schnell aufmale? Ich habe auch eine Landkarte hier. Hey, das ist so ein Seitenpfad, auf dem ich war und dem ich folgte. Ihn verließ ich ungefähr hier. Da ist eine sehr schöne Kuhwiese mit einem hübschen, ja, so etwas wie ein Teich. Also das hier machen wir routinemäßig. Wir lassen uns immer durch den Tag einer Person führen und fertigen dann einen chronologischen Ablauf. Um wie viel Uhr gingst du zum Spazieren? Wie bei jedem anderen zu Verhörenden, beruhigt Alicia die Erklärung des Ermittlers, dass es bloß reine Routine sei und keine spezielle Untersuchung. In Wahrheit werden die wiederholten Fragen Unstimmigkeiten offenbaren. Rice wird diese Taktik ebenfalls nutzen, um Alicias zeitlichen Ablauf und Bewegungen zu klären. Ich ging so halb fünf, 5 Uhr los. Okay, und du warst so gegen 13:30 Uhr zu Hause. Wie lange warst du schon zu Hause? So ungefähr, bis du zum Spaziergang aufgebrochen bist. Was meinst du? Das ist der erste Teil, den Wahrheitsgehalt von Alicias Zeitleistung und Verhalten zu beleuchten. Ein Verdächtiger, der etwas zu verbergen hat, ist wesentlich geduldiger bei Wiederholungsfragen, damit er eben nicht aggressiv oder schuldig wirkt. Alicia behält bemerkenswert gute Laune, während Rice sie dazu drängt, sich zu wiederholen. Also, ich war mindestens eine Stunde zu Hause. Okay, also so gegen 16:30 Uhr oder Genau. 17 Uhr bist du los. Okay. Ich kam zu Hause an. Hast du denselben Weg wie immer genommen? Ja. Also auch zurück ist meine Frage. Ja, das habe ich. Also kamst du hierher zurück. Du hingst also hier an der Weide ab. Und dann kamst du Ja. hierher zurück. Okay, wie lange hat das gedauert? Es hat gedauert. Wie lange gingst du spazieren? Oh, spazieren, so 15 oder 20 Minuten, glaube ich. Wie lange warst du unterwegs an dem Tag? Ich war circa eine Stunde unterwegs. Okay, du warst also eine Stunde unterwegs. Was hast du dort genau gemacht? Ich saß da und genoss die Natur. Hast du vielleicht was geraucht? Nein. Okay, falls du es gemacht hast, ist das in Ordnung, das ist mir egal. Ich versuche es hier halt nur nachzuvollziehen. Das ist eine Gelegenheit, wenn du geraucht hast, es uns zu sagen, es ist uns egal. Ja, ich verstehe, aber ich habe nichts geraucht. Versprochen. Okay. Das Pronomen wir bringt Maya mit Rice zusammen in ein Team. Eine problematische Position für eine Jugendbeamtin, denn es deutet darauf hin, dass sie im Namen der Polizei spricht. Das könnte Alicia dazu bringen, dass sie weitere Zusicherungen so interpretiert, als ob sie von den Behörden kommen. Eigentlich soll Maya hingegen ein unparteiischer Beobachter sein, der nur eingreift, wenn Alicias Rechte verletzt werden. Aber Maya wird weiterhin in die Befragung verwickelt sein. Also, du gingst dort rauf. Dort gingst du zur Kuhweide. Hast du unterwegs irgendjemanden getroffen? Nein. Hast du Dustin dort getroffen? Nein. Hast du jemand anders dort oben getroffen? Da war nur der Wald. Okay. Friedlich, keine Menschen. Okay, du gingst also da hoch für eine Stunde und dann gingst du zurück. Stimmt das? Ja, genau. Okay, was hast du dann gemacht? Ich ging in mein Zimmer und dann hörte ich Emma so ähnlich wie schreien. Und daraufhin liefst du runter zu Emma, um zu helfen. Und sie steckte fest. Wie steckte sie fest? Ja, da ist so ein großer alter Dornenbusch, so
Ein alter Dornenbusch, so groß, dass sie allein nicht drüber klettern konnte. Sie hatte es irgendwie geschafft, dort drin stecken zu bleiben. Also lief ich raus und half ihr. Ist sie wie dein kleines Mädchen, auf das du aufpasst? Ja, tue ich. Also sie ist zwar auch sehr nervig, aber sie ist trotzdem deine Kleine. Okay. Also wenn die Zeit hier nicht sicher ist, kann mein Mann das sicher genau nachprüfen, weil Alicia sehr schnell und laut die Treppe runterlief. Ja, weil ich sie schreien hörte. Ich habe das so verstanden, als wäre die Zeit noch nicht klar. Das war, wo Alicia und Emma, Elisabeth und Emma sich gerade getrennt hatten, kurz bevor sie anfing zu schreien. Ich weiß ja nicht, ob das eine wichtige Uhrzeit ist oder... Okay, ich will dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Als du los bist zum Spazieren, also als du spazieren gingst, waren es 16:30 oder 17 Uhr oder sowas. Es sind immer noch einige zeitliche Abläufe zu klären. Rice will zudem noch klären, warum das Blut an Alicias Hose war. Karens unaufgeforderter Kommentar untergräbt jedoch seine Autorität gegenüber Alicia. Und so muss er wieder klarstellen, dass sie sich nicht hinter der Version ihrer Großmutter verstecken kann, sondern sie die ganze Geschichte erzählen muss. Rice erlangt die Kontrolle zurück, indem er Alicia wieder zum Spaziergang zurückversetzt und sie das dritte Mal fragt, wen sie an diesem Nachmittag gesehen hat. Weil sie bei dieser Frage gelogen hat, ändert sich jetzt hier auch ihre Antwort. Was hast du auf dem Spaziergang gesehen? Also als du losgingst, wer war da alles in deinem Umkreis? Also gut, ich sah nur Katharinas Auto in der Einfahrt. Und Omas und Opas Auto stand in der Garage. Ich ging ganz normal los und begann dann zu rennen, um Emma loszuwerden. Also war Emma hinter dir? Ja. Hast du in der Zeit, also du sagtest, deine Tante Katharina wäre zu Hause gewesen in der Zeit. Ja. Okay, du hast Emma da rausgeholfen. Und was tatst du direkt im Anschluss daran? Nachdem ich ihr hochgeholfen hatte, sind wir wieder ins Haus gegangen. Okay. Und dann fingen wir an, uns für die Kirche fertig zu machen. Denn die Kirche beginnt um 19 Uhr. Okay. Und dann gingen wir halt zur Kirche. Und dort waren wir bis 20 Uhr circa. Und dann kamen wir wieder heim und alle waren total verrückt. Also du kamst um 20 Uhr zurück nach Hause. Und was sagte man dann zu dir? Naja, es waren drei Sheriffs da. Und draußen suchten die Leute nach ihr, aber sie konnten sie wohl nicht finden. Sie suchten im Garten und im Wald und so. Sie hatten auch Hunde dabei und sowas. Sie konnten Elisabeth nicht finden? Richtig. Also das haben sie dir da gesagt? Genau. Ja, sie stellten mir Fragen über den Tag. Wer sagte dir, dass Elisabeth vermisst wird? Ich glaube, meine Oma hat es mir gesagt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich war nur... Also ich dachte nicht, dass etwas passiert sein könnte, also so etwas, weil solche Sachen bei uns einfach nicht passieren, verstehst du? Alicia antwortet nicht auf die Frage, wie sie sich fühlt. Stattdessen antwortet sie, was sie dachte. Sie beabsichtigte, einfach das zu sagen, was ein Unschuldiger sagen würde, während Rice versucht, ihren Charakter zu analysieren. Wenn jemand dazu fähig ist, einem Kind weh zu tun, fällt es ihm leicht, sich in andere Leute hineinzuversetzen und ihre Denkweise zu verstehen, um diese dann nachzuahmen. Gut, also was kannst du mir... Erzähl mir was von Elisabeth. Ich weiß nämlich nichts über sie, außer den Namen und das Geburtsdatum. Also erzähl mir von ihr. Okay, gut. Sie ist... 9? Und ich weiß eigentlich auch nicht viel über sie. Ich meine, dann sag mir einfach, was du von ihr weißt. Okay. Ja, sie kam rüber öfter zum Schwimmen und sie war eher so ein Püppchen, so unnatürlich. Ich schätze, so könnte man es sagen. Sie konnte ebenfalls sehr nervig sein. Okay. Die Analyse der Körpersprache kann zugegebenermaßen eine eigene Wissenschaft sein. Aber Alicias Freude über die kurze Pause und die Unterbrechung der Anspannung ist nicht zu übersehen. Doch zum Pech für sie wird diese nicht mehr lange anhalten. Rice ist gerade dabei, sein erstes belastendes Beweisstück herauszuholen. Weißt du, da waren einige Leute da draußen im Wald und es wurden einige Löcher gegraben oder nach einigen Löchern gesucht und ich schätze, ja, du weißt ja, dass du gerne draußen warst und ich meine, du hast gerne Löcher ausgegraben. Dazu müsste ich dich noch ein paar Sachen fragen, also über dich selber. Okay. Weil offensichtlich an dem Platz dort, wo sie nach Löchern suchten, du vorher im Wald warst und das ist so eine Sache, also ich schätze, du erzählst mir erstmal etwas mehr über dich, damit ich verstehen kann, woher das alles kommt.
Also, ich liebe die Natur und Tiere und ich liebe es, draußen zu sein und ich liebe es einfach. Okay. Ich bin so ein Naturkind und ich langweile mich sehr schnell, aber ich bin auch schnell zu begeistern. Okay. Also, weißt du, mit Sachen machen wie Löcherbullen oder so, hatte ich halt einfach was zu tun. Alicia ist auffällig eloquent, vor allem, wenn es darum geht, dass sie sich schnell langweilt und leicht zu begeistern ist. Und indem sie Sprüche wie »Kein Schmerz, kein Gewinn« oder »Wo Rauch ist, ist auch Feuer« ausspricht. Solche Aussagen geschehen meistens nicht spontan, was wieder darauf hindeutet, dass sie sich die Aussagen vorher zurechtgelegt hat und ihre Geschichte gut einstudiert ist. Und hinter unserem Kita-Gebäude, da unten sind zwei sozusagen, die ihr nicht richtig gefüllt habt, richtig? Zwei Löcher. Sie sind von mir und meinem Bruder. Wir haben die Löcher dort gegraben, als wir da gewohnt haben. Okay. Und die sind wirklich groß. Aber normalerweise grabe ich aus Langeweile nicht so tiefe Löcher. Also ich fange zwar immer an, aber dann denke ich mir oft, und dann habe ich keine Lust mehr, sie fertig zu graben. Okay. Du magst es also, einfach Löcher zu graben. Und ich mag es, auf Bäume zu klettern. Okay. Und ich vergrabe tote Tiere, wenn ich sie finde, weil das ist, glaube ich, etwas respektvoller für sie. Okay. Okay. Was für eine Art Löcher buddelst du aus? Erzähl mir etwas über die Löcher, die du gräbst. Gräbst du sie auf eine bestimmte Art und Weise immer oder gräbst du einfach drauf los? Ich grabe einfach Löcher. Okay. Einfach da, wo du auch immer gerade bist. Ich meine, du gräbst nicht an einem bestimmten Ort. Einfach ein großes, rundes Loch. Die Fragen von Rice wirken pedantisch auf den Durchschnittsbürger, zumindest auf den, der den gesamten Kontext nicht überschaut. Aber wenn Alicia eine solche Grabeexpertin ist, für die sie sich ausgibt, sollte sie zumindest in der Lage sein, einige Einzelheiten über die benutzten Schaufeln, die Größe der Löcher und den am einfachsten zu bearbeitenden Boden beantworten können. Dieses Mal, als Rice lacht, macht sich keine Erleichterung bei ihr breit, denn sie merkt, dass er nicht mit ihr lacht, sondern über sie. Und dass er ihre Antworten anzweifelt. Ich bin nicht so ein Mädel, was ich gerne dreckig mache. Deshalb ist das für mich erstaunlich. Ich mag keine Würmer und ich mag keinen Dreck. Ja, ich spiele ja auch Rugby. Oh, da gibt es jede Menge Kontakt, auch im Match. Und ja, ich mag Rugby sehr. Ich kenne einige Mädels, die Rugby mögen. Das ist im Moment so, oder nicht? Ja. Maya nimmt es auf sich, diesmal die Spannung zu unterbrechen. Haben Sie schon einmal Rugby gespielt? Mit dem Aufbau einer Beziehung zu Alicia gefährdet sie weiter ihre Rolle als unparteiische Anwältin. Unabhängig davon, ob sie dies mit Absicht tut oder nicht, verstößt sie damit gegen eine Klausel des Ethikkodex der Missouri Jugendjustizvereinigung, die sie eigentlich in- und auswendig kennen sollte. Ein Jugendbeamter wird sich weder personenbezogene Daten erfragen, die über das zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Maß hinausgehen, noch diese an Personen weitergeben, die keinen beruflichen Bedarf daran haben. Alicia, dieses Loch, was du gegraben hast. Wann hast du das Loch gegraben? Am Sonntag, glaube ich. Sonntag. Und warum hast du das Loch gegraben? Weil mir am Sonntag total langweilig war. Wir haben nichts Richtiges gemacht und ich konnte kein Fernsehen gucken und keine Videospiele spielen und sowas. Darum entschied ich rauszugehen. Wann genau hast du es gegraben? Oh. Ich denke, mein Opa weiß die genaue Zeit. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was hast du denn Sonntag gemacht? Erzähl mir was über deinen Sonntag. Ich war bei meiner Mutter im Haus das ganze Wochenende. Sie wohnt am See und wir kamen so gegen 17 Uhr zurück. Und ich weiß, dass ich das noch vor dem Dunkelwerden gegraben habe. Also war es zwischen... Wann kamen wir nach Hause? Wann kam sie nach Hause? 18.30 Uhr oder 18.45 Uhr? Ist das möglich? Es war genau 6:30. Vielleicht auch erst 25 nach. Oh, da wird es ja langsam dunkel. Ja. Also kamst du um 18.30 Uhr nach Hause? Ja. Und wie hast du dann noch das Loch gegraben? Ja, mein Opa, ich habe nicht nach deinem Opa gefragt. Rice tritt zum ersten Mal mit mehr Nachdruck auf und wird diesen noch verstärken, indem er einen Widerspruch aufgreift. Was hast du dann gemacht? Oh, ja, ich nahm eine Dusche und dann ging ich zu Bett. Ich glaube, es war tatsächlich Samstag. Obwohl, nein, Samstag war ich ja gar nicht zu Hause. Du warst Samstag nicht zu Hause? Nein. Aber Sonntag und Montag, ich glaube, es war eher Freitag, weil Freitag war ich auch zu Hause. Und ich weiß, dass ich es über Tag gemacht habe, weil es nicht dunkel war und wir hatten auch Freitag keine Schule. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Freitag war. Weil ich war gestern auch da draußen und ich weiß nicht, ob du dich an mein Gesicht erinnern kannst. Ich habe gestern auch schon mit dir gesprochen. Ja.
Und vielleicht weißt du es ja nicht mehr, ich war völlig mit Matsch bedeckt, weil es so geregnet hat. Und ich habe ein Loch gegraben, über 5 Stunden lang. Du und dein Opa habt mir versichert, dass es Sonntag war. Du sagtest mir auch, dass du dir 100% sicher wärst, dass es Sonntag war. Und jetzt bist du dir sicher, dass es das nicht war. Nicht Sonntag. Also, wann war es? Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann habe ich nur auf meinen Großvater gehört, weil er immer sehr gut den Überblick bei sowas behält. Aber wenn ich erst um 19:30 nach Hause kam, dann gab es gar keine Möglichkeit mehr, das zu machen. Ja, genau, das scheint zu der Zeit unmöglich gewesen zu sein. Also dann Freitag. Was hast du da gemacht? Denk dich zurück an den Freitag. Ich habe mir überlegt, rauszugehen, um sonst was zu machen. Und dann grub ich ein Loch. Er müsste mich auch gesehen haben. Dein Opa müsste dich rausgehen gesehen haben. Ja. Hast du dir eine Schaufel mitgenommen? Ja. Was für eine Art Schaufel? Eine lange Schaufel oder eher so eine kurze? Es war eine lange Schaufel, ungefähr so hoch. Okay, also glaubst du... Es war kein Klappspaten oder sowas. Okay, das meinte ich, so ein kurzer Spaten. Oder eine lange. Hast du sie aus dem Haus geholt? Nein, ich habe mir sie in der Scheune geholt. In der Kindertagesstätte? Ich erinnere mich, dass ich aus dem Fenster schaute und dich mit einer Schaufel gehen gesehen habe. Ich war ja noch auf der Arbeit und dort kann ich erst um 12.30 Uhr... Richtig, sie war in der Scheune. Und ich dachte mir noch, was hat sie mit der Schaufel vor? Sie haben sie die Schaufel nehmen gesehen? Und ich war auf der Arbeit. Und Sie sind sich sicher, dass es Freitag war? Ich kann mir nicht ganz sicher sein, also 100% sicher. Aber es war in den letzten paar Tagen und da wir die anderen Tage auf der Zeitachse eingrenzen konnten, schätze ich, also sage ich, es war Freitag. Mhm, okay. Ich weiß zwar nicht, warum das interessiert, aber... Warum hast du das Loch gegraben? Weil ich mich langweilte und ich irgendwas machen wollte. Ja, gut, okay, dann erzähl mir von dem Loch. Es ist ein sehr spezielles Loch, also es ist ein sehr außergewöhnliches Loch, meine ich. Sind alle deine ausgegrabenen Löcher so? Nein. Okay, aber warum? Schon diese harmlose Frage zeigt, warum Meyer sich in keinster Weise beteiligen sollte. Alicia bestätigt, dass nicht alle Löcher so gegraben wurden. Damit gibt sie Rice Munition, aufzuklären, warum dann genau dieses so gegraben wurde. Munition, die er nicht gehabt hätte, wenn Meyer sich einfach rausgehalten hätte. Du hast das Loch so gegraben. Weißt du, wovon ich rede? Ja, das war ein wirklich sehr außergewöhnliches Loch. Ich schätze, ich habe einfach gegraben. Welche Form mir auch immer in den Sinn kam. Ich habe mich damit nur selbst unterhalten. Ja, der Grund, warum ich frage, ist, weil es aussieht wie ein... Und du verstehst, wenn da Leute da draußen in den Wäldern waren und nach einer Person suchen, die sich verirrt hat, oder Gott bewahre, nach einer Leiche suchen, dass sie alarmiert sind, wenn sie an einem solchen Loch vorbeigehen. Ein Loch, das frisch ausgehoben wurde. Ein Loch, das perfekt rechteckig war. Und was 3 mal 4,5 oder 5 Fuß groß war. Perfekt rechteckig. Ich meine, in einer perfekten Größe, dass es ein Grab hätte sein können für einen kleinen Sarg. Also, ich schätze, ein perfektes rechteckiges Loch, was 3 Fuß breit und 4,5 Fuß lang war. Mit geraden Schaufelspuren nach unten. Und du sagtest mir, als ich mit dir da gesprochen habe, dass es ungefähr so tief wäre. Und zwar exakt gerade runter, die ersten Zentimeter des Drecks. Und du kannst dir ja denken, bis du das richtig harte Erdreich erreicht hattest. Es ist fast so, als ob jemand gerade heruntergegraben hätte, bis er die Wurzeln und den harten Dreck erreichte und dann verstand, dass es zu hart war, um weiterzugraben. Verstehst du, was ich meine? Jo. Und deshalb, glaube ich, waren so viele Leute alarmiert bei diesem Loch. Weil das ist eine Art Loch, naja, das macht schon Sinn, welches wir Ermittler typischerweise vorfinden, wenn wir dann da unten drin eine Leiche finden. Aber für ein 15-jähriges Mädchen, das ein perfekt rechteckiges, 3 mal 4,5 Fuß breites rechteckiges Loch, das hat einfach viele Leute erstaunt. Es war schon sehr seltsam. Ja, das macht Sinn. Alicia ist wenig begeistert von der Begründung, die Rice erklärt. Doch er kommt der Wahrheit immer ein bisschen näher. Alicia gibt sich Mühe, weiter die unschuldige Person zu spielen. Was denkst du darüber? Also, ich schätze auf jeden Fall, der Zeitpunkt für so ein Loch zu graben war sehr unpassend. Hast du jemals zuvor schon mal so ein spezielles Loch gegraben? Habe ich. Und wo?
Wir haben zum Beispiel Tiere beerdigt und gruben auch so ein Loch für unsere verstorbene Katze. Ich meine, du, weil was ich versuche, ist, dass ich hier rausgehen kann und den anderen Ermittlern, die das gesehen haben, erzählen kann, dass es kein Grab war, was du gegraben hast. Oder dass du halt vorher schon solche Löcher gegraben hast. Rice distanziert sich hier klar von den anderen Ermittlern und den Freiwilligen, die wegen des Lochs beunruhigt sind. Wenn er diese Art der Befragung fortsetzen will, ohne die aufgebaute Beziehung zu gefährden, muss Rice Alicia davon überzeugen, dass er auf ihrer Seite ist. Es gibt also auch noch andere Orte, an denen du perfekte Rechtecke gegraben hast. Oder war das wirklich das einzige Mal? Weil, wenn da noch irgendwo ein solches Loch ist, was du mir zeigen könntest. Ich denke, das ist das einzige Loch, was ich noch nicht aufgefüllt habe. Das interessiert nicht, ob es aufgefüllt ist oder nicht. Wir haben Spezialisten bei uns, die so etwas überprüfen können. Also ich meine, die Jungs, denen ist es auch egal, wenn es schon ein Jahr her ist. Sie können direkt darüber laufen und dann sagen, welche Form, welche Tiefe und alles. Wir haben Jungs vom FBI, sie haben Instrumente dafür. Moderne technische Geräte. Sie können alles, einfach alles. Deshalb meine ich, wenn du uns irgendwo zeigen kannst, ja, dann könnten wir sagen, dass dieses Mädchen gerne Löcher in dieser Art und dieser Form gräbt. Sie würden sich alle etwas beruhigen, weißt du? Und keiner würde mehr denken, denn dann ist es etwas ganz anderes. Aber so ist es seltsam. Obwohl Alicia eine begeisterte Lochgräberin ist, weiß sie nichts von der neuen Technik des FBI, welche sie so mit einer Lüge überführen könnte. Rice lässt sich Zeit und schöpft alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel aus, um Alicia zu demoralisieren, bis sie letztendlich zugibt, dass diese Lochform selbst für sie ungewöhnlich war. Hast du vorher schon mal ein Loch wie dieses gegraben oder war das das erste Mal? Also nicht genauso wie das, aber in der Art schon wie das. Okay, groß genug für einen Schuhkarton. Okay, aber das erste Mal in so einer Größe. Ja, ja. Ist Elisabeth jemals mit dir in den Wäldern spazieren gegangen? Nein. Ich weiß, du hast gesagt, sie wäre ein Püppchen gewesen. Ich habe sie niemals im Wald gesehen. Okay, ich meine, hast du sie jemals zum Spazieren mitgenommen oder sowas? Nein. Wenn ich spazieren gehe, bin ich lieber für mich alleine. Also, was weißt du über alles das hier? Leider ist vieles offensichtlich und deine arme Familie wurde mitten in die Sache hineingeworfen. Was weißt du alles darüber? Über die Lochuntersuchungen und das ganze Durcheinander. Sie wird immer noch vermisst und sie suchen noch weiter nach ihr. Und sie brauchen mich nicht mehr als Freiwillige, weil sie jede Menge Freiwillige haben bis jetzt. Das ist ein richtig großes Ding. Sie hatten Helikopter. Ja, genau, die haben sie. Ich weiß nicht, ich glaube, das war alles, was ich darüber weiß. Ich werde dich jetzt was fragen, nach deiner persönlichen Meinung. Was glaubst du, was mit Elisabeth passiert ist? Meinungsfragen werden nicht unbedingt dabei helfen, Elisabeth zu finden, aber sie ermöglichen Alicia zu spekulieren, anstatt ihre Geschichte zu rezipieren. Also, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie von zu Hause weggelaufen ist, weil sie erst 9 ist. Und sie haben schon 2 ganze Tage nach ihr gesucht und kein Zeichen von ihr gefunden. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass sie jemand entführt hat oder sowas. Das ist zwar eine ganz schlimme Sache, aber ich wüsste nicht, was ihr sonst passiert sein sollte. Also nehme ich das an. Glaubst du, man hätte sie leicht in ein Auto locken können? Ich meine, war sie so eine Art von Mädchen? Ich weiß nichts von ihr. Könnte man sie zum Beispiel mit einem Katzenbaby oder sowas locken? Vermutlich schon. Aber da müssen sie wirklich ihre Mutter fragen über solche Dinge. Klar. Denkst du, dass ihr jemand was angetan haben könnte? Also das scheint mir am wahrscheinlichsten zu sein. Denn ich glaube nicht, dass sie so eine Art Mensch ist, die sich verstecken würde oder die ganze Nacht über draußen bleiben würde oder sowas in der Art. Okay, gibt es bei euch in der Gegend irgendjemanden, dem es in den Sinn kommen könnte, also wo du denkst, dass er sowas tun könnte? Gibt es jemanden, den du vielleicht in der Nachbarschaft kennst oder... Nein, aber es fuhren immer sehr, sehr viele Autos den Highway runter. Okay. Okay, ein paar, also nur einige Fragen zu deiner Meinung. Was denkst du also, was es für eine Person sein muss, die einem 9-jährigen Mädchen was antun könnte? Eine kranke Person. Wie jemand, der, ich habe keine Ahnung, seine ganze Moral ablegen kann und eine 9-Jährige aufgreift. Also wenn ihr irgendjemand irgendwas angetan hat und wir rausbekommen sollten, wer das ist, was denkst du, was wird mit dieser Person geschehen?
Ich denke, sie wird verurteilt. Ja, denn sie hat diesen ganzen Ärger bisher ja schon angerichtet. Okay. Ich werde dich jetzt was fragen, denn das frage ich jeden. Hast du Elisabeth etwas angetan? Nein. Hast du etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Nein. Hast du sie getötet? Nein. Okay, weißt du denn, wo sie jetzt gerade ist? Nein. Okay, hast du mit Emma über das alles gesprochen? Ja, das habe ich allerdings nur ein klein bisschen. Was hat sie dazu gesagt? Sie sagte nur, dass Elisabeth sie abgesetzt hat und sich dann entschieden hat, zurück nach Hause zu gehen. Sie hat wirklich nicht viel darüber erzählt, also wirklich. Ich glaube, sie sagte, dass sie gespielt hätten oder sonst was, aber... Also sie war nicht darin verwickelt, dass sie im Dornbusch steckte. Nein, das geschah angeblich, nachdem Elisabeth sie abgesetzt hatte, schätze ich. Okay. Ja, und ich... Sprich weiter. Oder soll ich mal unterbrechen? Ja, ich müsste kurz austreten, wenn das möglich wäre. Ich meine, ja. Klar, okay. Ist das okay für dich? Werden wir noch etwas länger bleiben? Wenn ja, dann gehe ich mit dir. Gehen Sie mit. Ja. Wie auch immer die Regeln sind. Gehen Sie bitte vor. Anschließend beehrt uns Meyer mit einem Beispiel dafür, was eigentlich ihre Aufgaben hier sind. Ein Jugendlicher ist anfälliger für Druck und Manipulation als ein Erwachsener. Daher soll die Jugendbeamtin ein wachsames Auge darauf haben, und eingreifen, wenn der vernehmende Beamte Anzeichen dafür zeigt. Unabhängig davon, wie vertrauenswürdig Rice auch immer sein mag, ist es ihm nicht gestattet, Alicia alleine zu befragen. Selbst wenn Meyer nur eben kurz auf Toilette gegangen ist. Okay, ist alles gut bei allen? Alle genug zu trinken und sowas? So, okay. Ist hier hoch, so eine Art Trampelfahrt oder sowas? Wo Emma schon mal zu Elisabeth lief und fragte, ob sie rüberkommt. Ja, genau, da ist so etwas. Wo ist es? Hier oben. Also wahrscheinlich kam sie hier. Wo würde sie hergehen? Sie wird ja nicht über die Landstraße gegangen sein, oder? Ich glaube, sie macht es schon manchmal, ja. Emma darf nicht allein über die Hauptstraße gehen. Ich glaube, sie ist über die Landstraße. Emma darf nicht allein daher? Nein. Hat sie sich da immer dran gehalten? Hat sie? Nein, sie hat auch vorher schon gegen die Regeln verstoßen. Sie war alleine. Obwohl sie es nicht durfte, ging Emma alleine zu Elisabeth. Sie lief alleine 270 Meter auf der Hauptstraße. Alicia geht davon aus, dass Elisabeth gegen die gleiche Regel verstoßen hat und allein nach Hause gegangen ist und so auch die Gefahr der Hauptstraße in Kauf nahm. Das tut sie, um von den Wäldern abzulenken. Leider fruchten ihre Bemühungen nicht, weil Rice schon die nächste Phase des Verhörs einleitet. Nachdem er Alicias Selbstvertrauen schwer dezimiert hatte, ohne sie ganz zu verlieren, konzentriert er sich ab jetzt darauf, sie mit Beweisen zu überführen. Aber guck mal, wir wissen nicht, ob sie stehen blieb oder spielte. Ihre Mutter könnte da bestimmt mehr zu sagen, weil ich glaube, sie hatte das Handy dabei und sie ging. Hast du eigentlich auch ein Handy? Nicht gerade im Moment, nein. Okay, hat das denn ein Handy? Er teilt sich ein Handy mit seiner Mutter. Habt ihr über Handy viel gesprochen? Also es ging immer hin und her, oder? So habt ihr doch kommuniziert. Wir riefen uns im Normalfall an. Und du wusstest, dass Elisabeth schon ein Handy hatte? Sie teilte sich eins mit Anthony, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Welche Farbe hatte ihr Handy? Uff. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Okay. Also du hast wahrscheinlich vorher schon gehört, weil es ziemlich offensichtlich war, dass sie an dem Tag ein Handy hatte. Mhm. Und wir, also für uns, ist es sehr leicht, ihr Handy zu lokalisieren. Durch GPS. Und sie können es so lokalisieren, dass es bis auf ein paar Meter genau ist. Und das vor allen Dingen mit dem FBI-Kram. Ja. Also heutzutage können Sie ein Smartphone in der ganzen Welt finden. So wie er Alicia bereits mit Nachdruck mit seiner Lochanalyse eingeschüchtert hat, so erhöht er nun auch den Druck, indem er auf die Stärke der Ermittlungen beim Lokalisieren von Handys hinweist. Das ist ein klassischer Bluff. Ein Ping um 21.49 Uhr zeigte Elisabeth im Wald hinter dem Bastamentehaus. Und ein weiterer um 22.03 Uhr zeigte sie 100 Meter weiter südlich an.
Elisabeth war bereits um 18.15 Uhr tot und begraben und ihre Leiche wurde nicht bewegt, bis ihr Grab freigelegt wurde. GPS-Ortungen sind ein starkes Werkzeug der Polizei, jedoch nicht unfehlbar. Leider war Elisabeths Handy leer, bevor die Behörden sie lokalisieren konnten. Nach meinem Verständnis hat das FBI auch euer Haus durchsucht, wo ihr wohnt oder so, ne? Erzähl mir was darüber, was war da los? Sie durchsuchten das Haus nach irgendwelchen Anzeichen von Elisabeth. Und sie haben Zeug bei mir im Zimmer gefunden. Aber nicht so etwas wie Beweise, sondern sie fanden Marihuana-Samen. Aber du verstehst, dass etwas Gras und ein paar Grassamen mich wirklich gar nicht interessieren. Und sie haben meine Medikamente gefunden. Bei ihren Medikamenten handelt es sich unter anderem um Prozac, welches sie wegen ihrer Depressionen verschrieben bekam. Ihre psychischen Probleme, ihre Nervosität zusammen mit der beängstigenden Einrichtung ihres Zimmers, überall lagen Klamotten und Müll herum, an die Wand war ein Gedicht über das Selbstverletzen hingeschmiert. Und was vielleicht am übelsten war, ein Poster des Jokers hing über ihrem Bett. Jeder andere pubertäre Teen wäre beschämt, wenn fremde Leute ihr Zimmer durchsuchen. Aber Alicia verbirgt weitaus Dunkleres als ein paar Grassamen. Aber darum sind wir nicht hier. War Elisabeth jemals bei euch im Haus? Ja, sie war im Haus. Ich gehe davon aus, dass sie schon bei euch im Haus war. Sie war ja ein Mädchen aus der Nachbarschaft und wahrscheinlich öfter bei euch drüben. Du sagtest, sie hätten dein Zimmer durchsucht. Ja. Haben sie noch was anderes als ein paar Weed-Samen gefunden? Nein. Okay, haben sie was mitgenommen? Sie haben ein Bettlaken mitgenommen und einen Kissenbezug. Haben sie noch weitere Dinge mitgenommen? Ich glaube nicht, jedenfalls. Ich habe noch nichts vermisst. Okay. Ich glaube, sie haben noch Kleidung mitgenommen. Sie nahmen ein paar Hosen mit. Ja, okay, ein paar Hosen. Okay. Und ihr Tagebuch. Also sie haben uns eine Liste da gelassen über die Sachen. Mir fällt jetzt nicht mehr alles ein, was auf der Liste war, denn es war eine lange Liste. Ein Tagebuch. Haben sie irgendwann mal in das Tagebuch reingeschaut? Ja, ich habe mir einige Dinge angesehen, ja. Okay. Wusstest du das? Nein. Macht dich das wütend? Schon ein bisschen, ja. Klar, das ist etwas sehr Privates. Private und persönliche Gedanken, oder? Ja. Ich kann verstehen, dass du sauer darüber bist. Sie sollte nicht... Aber ich machte es nur, wenn es offen da lag. Es lag eben offen im Flur und ich war da und ich mache mir eh Sorgen um sie. Ja, das Tagebuch sollte... Ich verstehe, was du meinst. Das Tagebuch solltest nur du kennen, denn du schreibst da deine persönlichsten Gedanken und Geheimnisse auf. Das ist nämlich etwas, dem wir wirklich alle Geheimnisse anvertrauen, oder? Wir haben mit einigen Leuten geredet und ich kann dir sagen, da waren einige Leute, mit denen wir drüber gesprochen haben. Ich erzähle dir jetzt einfach die ganze Wahrheit. Das war der Grund, warum wir überall deine Sachen mitgenommen haben. Deswegen sammelten wir so viele Dinge ein. Unter anderem auch dein Tagebuch. Und die Handtücher. Rice wechselt das Thema von ihren Geheimnissen hin zu Elisabeths Verschwinden und macht Andeutungen, dass dort ein Zusammenhang besteht. Mit dem Loch und dem Telefon und jetzt noch dem Tagebuch bewegt Rice sich immer schneller auf eine Konfrontation zu. Aber hält Alicia noch dumm. Sie denkt währenddessen darüber nach, ob sie sie überführen können oder ob sie noch Hoffnung hat und sich weiter dumm stellt. Sie nickt Rice zu in der Hoffnung, dass er langsam mal auf den Punkt kommt. Denkst du, sie haben dein Tagebuch durchgesehen? Wenn sie es mitgenommen haben, dann wahrscheinlich schon. Was? Diese Pause unterscheidet sich von psychologischen Unterbrechungen, die wir normalerweise sehen. Alicia beantwortet die Frage nur so gut sie kann und Rice stellt keine neue. Sie fühlt sich nicht nur gezwungen zu reden, sondern sie weiß auch nicht, was sie sagen soll. Um die Stille zu überbrücken, murmelt sie etwas über die geheimen Teenie-Gedanken im Tagebuch. In der Hoffnung, dass das alles ist, was sie gefunden haben. Das Einzige, woran ich denke, ist, dass sie jetzt persönliche Sachen über mich rausgefunden haben, also... Wir haben ja vorhin schon mal über die Technologie gesprochen. Mhm.
Wenn du einmal etwas aufgeschrieben hast, ja? Es interessiert nicht. Also lass uns sagen, du hättest was mit Bleistift aufgeschrieben. Und dann mit einem Kuli wirklich alles versucht, es durchzustreichen. Mhm. Dann ist es immer noch nicht verschwunden. Alicia weiß genau, was sich hinter dem Gekritzel versteckt. Am Tag des Verschwindens von Elisabeth schrieb sie: Ich habe gerade jemanden getötet. Ich erwürgte ihn, schnitt ihm die Kehle auf und stach auf ihn ein. Es war unglaublich toll. Es macht so viel Spaß. Und jetzt muss ich in die Kirche. LOL. Okay, es bleibt da. Und die Forensik braucht nicht mal viele Dinge. Wenn du es ins Licht hältst, kannst du auch ein bisschen sehen von dem, was geschrieben wurde. Und wenn es forensisch untersucht wurde, dann kannst du jedes Wort, jede Zeile erkennen. Hörst du mir zu? Mhm. Was unser Anliegen ist, ist, dass wir rausfinden, was mit dem kleinen Mädchen passiert ist. Okay. Okay? Mhm. Du hast doch eine kleine Schwester. Ja. Wenn ihr irgendwas passieren würde, würdest du doch wissen wollen, wo sie ist. Ja. Auch wenn ihr etwas sehr Schlimmes passiert wäre. Du würdest wissen wollen, was ihr passiert ist. Mhm. Richtig? Mhm. Ich weiß nicht, ob sie Geschwister hat oder... Ich weiß es nicht, denn ich kenne ihre Familie nicht. Aber ich weiß, dass ihre Familie sie finden will und das am besten gesund. Mhm. Ich muss wissen, was die Wahrheit ist. Okay. Wir haben dein Tagebuch. Wir haben dein Tagebuch gelesen. Mhm. Inklusive deines letzten Eintrags. Mhm. Wir wissen beide, worüber wir hier reden, oder? Mhm. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Alicia. Was? Wir machen täglich Deals mit Kindern. Ich habe ausschließlich in den letzten 12 Jahren nichts anderes gemacht, als Absprachen mit Kindern getroffen. Das wird dich unvorbereitet treffen, aber wir brauchen die Wahrheit von dir. Sei einfach ehrlich. Wenn du was weißt, dann sag es. Sag es nur, wenn du wirklich was weißt. Dann bitte. Du musst uns die Wahrheit sagen. Sag uns, was passiert ist. Wenn es ein Unfall war, dann ist es okay. Aber wir müssen es wissen. Wir müssen die Wahrheit erfahren. Das ist alles, wonach ich frage. Egal, was auch immer passiert ist, wir müssen die Wahrheit erfahren. Diese Sache wird sich nicht im Sande verlaufen. Alles, wonach ich dich frage, ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, was im Tagebuch stand. Ich kenne die Wahrheit auch nicht. Was ich wissen will, ist, was passiert ist. Wenn es ein Unfall war, dann ist das in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Wir müssen einfach nur wissen, was passiert ist. Wir müssen die Wahrheit wissen. Wir müssen wissen, was geschehen ist. Und das Wichtigste ist, wir müssen wissen, wo sie ist. Wir müssen ihrer Familie Gewissheit verschaffen. Nur das wollen wir. Bei deiner kleinen Schwester würdest du ebenso Gewissheit wollen. Diese Aufforderung erscheint nicht hilfreich.
wenn man bedenkt, dass sie in ihrem Zimmer an den Wänden zwischen düsteren Gedichten und Briefen ihres inhaftierten Vaters eine grobe Skizze von einer rot aufgeschnittenen Figur hat. Unter dem Tapeband sieht man, dass sie die Figur Emma nannte. Unabhängig davon, wie ernst zu nehmen ihre Bosheit gegenüber ihrer Schwester auch immer gewesen sein mag, ist Alicia anscheinend nicht bereit, sich auf solche Anschuldigungen einzulassen. Rice verkleinert den Umfang seiner Fragen. Diese Familie braucht Gewissheit. Mhm. Okay. Lass uns doch einfach vorne anfangen. War es geplant oder war es ein Unfall? Es war ein Unfall. Da hätten wir unseren Anfangspunkt. Das habe ich mir schon in etwa so gedacht. Rice lässt ihr jetzt etwas mehr Leine. Das führt dazu, dass Alicia ihre Maske fallen lassen kann. Ihre Besorgnis ist deutlich zu sehen. Jedoch sagte Rice, dass dies lediglich der Anfangspunkt war. Sie ist noch nicht fertig und es ist tragisch, dass ihre Oma alles, was noch kommt, mitbekommen wird. Warum fangen wir nicht? Warum fangen wir nicht an mit dem, was passiert ist? Du kamst von der Schule heim um 15.30 Uhr. Ja, das kam ich. Rice hat Maya noch nie so abrupt unterbrochen. Doch dieser Moment ist zu entscheidend, als dass er ihre Störung mit Feingefühl unterbinden kann. Er muss genau auf mögliche Fehler achten. Und Alicia wird eine Menge Fehler machen. Ich ging in den Wald, wie ich schon sagte. Und dann? Elisabeth war dort. Haben Sie noch eines extra für Sie, bitte? Moment. Elisabeth war dort im Wald. Ja. War sie alleine? Ja. Okay. Wir entschlossen uns, etwas abzuhängen, weil es so ein schöner Tag war. Wir spielten nur etwas herum. Wir alberten nur etwas herum. Lass dir Zeit. Also, wir haben nur etwas herumgespielt. Dann fiel sie hin. Und sie starb. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also habe ich ihre Leiche verbrannt. Weil ich keinen Ärger bekommen wollte. Am Bachbeet? Ja. Wie hast du sie verbrannt? Naja, ich habe einen Haufen Holz gesammelt und dann zündete ich ein Feuer an und dann verbrannte ich ihren Körper. Elisabeths Leiche wurde mit einer gequetschten und durchgeschnittenen Kehle, aufgeschlitzten Handgelenken und 8 Stichwunden gefunden. Es ist wohl nicht möglich, unabsichtig eine Leiche derart zu verstümmeln. Daher muss sie die Polizei davon überzeugen, dass keine Überreste mehr zu finden sind. Rice weiß, was es bedeuten würde, ein Feuer über 2 Stunden lang über 1000 Grad heiß zu schüren. Und er glaubt nicht, dass eine 15-Jährige das schaffen könnte.
Er startet den Weg zu seinem richtigen Geständnis, indem er zu dem offensichtlichen Beweis für den Vorsatz zurückkommt, dem Loch. Warum hast du das Loch gegraben? War es für sie gedacht? Wann hast du das Loch gegraben? Du hast es im Voraus gegraben, oder nicht? Ich habe das Loch am Mittwoch gegraben. Bevor du mit ihr gespielt hast. Ja. Wenn wir jetzt da rausfahren und die Leiche herholen, dann wird eine Autopsie gemacht. Und es ist egal. Also ich habe an jede Menge Morden schon mitgearbeitet. Es ist egal, ob die Leiche verbrannt wurde oder nicht. Sie werden eine Autopsie vornehmen. Okay. Und sie werden jede Verletzung entdecken, die ihrem Körper zugefügt wurde. Und auch die Todesursache. Und ich habe verstanden, dass du sagtest, sie sei gefallen. Und das sei der Grund für ihren Tod. Wie auch immer. Sie werden bei der Autopsie rausbekommen, ob sie erschossen wurde oder ob ihr auf den Kopf geschlagen wurde oder ob ihre Kehle durchgeschnitten wurde. Sie werden das alles bei einer Autopsie feststellen. Also brauchen wir brauchen die Wahrheit. Weil nach der Autopsie werden sie genau wissen, wie sie gestorben ist. Das stimmt nicht ganz. Hinweise auf oberflächliche Verletzungen können durch Feuer zerstört werden. Aber Rice ist sich seines Bluffs so sicher, weil er weiß, dass Alicia weder die Mittel noch die Zeit hatte, ihre Leiche zu verbrennen. Wie hast du sie getötet? Habe ich nicht, sie starb. Wie ist sie gestorben? Ein 9-jähriges Mädchen stirbt doch nicht einfach. Wir tobten herum und sie fiel zurück. Verletzte sich den Kopf. War ihre Kehle aufgeschnitten? Ja. Kann Oma rausgehen? Großmutter? Oh mein Gott. Alicia, ich glaube, du hast das Loch schon einige Tage vorher gegraben, weil du schon wusstest, dass du Elisabeth töten wirst. Ich denke, du hast versucht, das Loch zu graben, wie ich es sagte, und hast dann gemerkt, dass der Boden zu hart war, um es tiefer zu graben. Es wird niemals mehr alles gut! Nein! Und ich denke, du hattest Elisabeth mit rausgenommen und wusstest schon, dass du sie töten wirst. Und dann hast du ihr die Kehle aufgeschnitten. Ist es so gewesen? Ja. Was hast du benutzt, um mir die Kehle aufzuschneiden? Ein Messer. Ein Taschenmesser oder ein Küchenmesser? Ein Küchenmesser. Okay, wo ist dieses Küchenmesser jetzt? Im Waschbecken. Im Waschbecken bei dir zu Hause? Ja, nehme ich an. Also hast du es mit zurück nach Hause gebracht? Okay. Hast du es sauber gewaschen? Ja. Wie lang war das Messer? Circa so lang. Ungefähr so lang. Und was für einen Griff hatte es? Einen schwarzen. Einen schwarzen Griff. Okay. Hast du auch auf sie eingestochen? Danach. Hast du dann auf ihren Körper eingestochen oder wohin? Ja. Wie oft hast du auf ihren Körper eingestochen? Zweimal, glaube ich. Hast du sie vorher mit irgendwas geschlagen? Nein. Oder hast du ihr nur den Hals aufgeschnitten? Oder was? Erzähl mir, was passiert ist. Ich schnitt ihren Hals auf und sie starb. Und dann habe ich auf sie eingestochen.
Okay, wann hast du das Loch gegraben? Ich habe es gegraben, als ich einen Platz suchte, wo ich ihre Leiche verstecken konnte. Also hast du es gegraben, nachdem du sie getötet hast? Mhm. Ja? Okay. Es war also gegen 17.30 Uhr, als du rausgingst. Bist du dann zu ihr nach Hause gegangen, um sie zu holen? Ich ging rüber zu ihr und sie war draußen. Also dachte ich, du wusstest schon, dass du es machen wirst. Also bist du um 17.30 Uhr rübergegangen und hast sie dir geholt. War Emma bei dir? Sie war nur am Anfang des Weges dabei. Ich habe sie abgehängt. Du hast sie verloren? Ja. Hattest du das Messer bei dir oder wo hattest du es? Ja, hatte ich. Ich hatte es. In der Hand? Nein. Also gingst du, spazierst den ganzen Weg rüber zu ihrem Haus? Ja. Okay. Zeig mir, wo du hergegangen bist. Ich ging hier, da zurück. Du gingst und holtest sie? Ja. Und dann zeig mir, wo du mit ihr hin bist. Zeig es mir mit einem Stift, wo du mit Elisabeth hingegangen bist. Ich kam zum Teich und dann folgte ich dem Pfad. Okay, und dann gingst du hier zum Bachbeet? Ja. Okay. Und wo ließ du Emma zurück? Ich glaube, es müsste hier irgendwo gewesen sein. Wie ich schon sagte, es waren nur du und Elisabeth. Mhm. Was hast du Elisabeth erzählt, was du machen wolltest? Wir hingen nur ab. Zuerst, ich weiß es auch nicht. Du hattest das Messer bei dir. Hattest du schon die Entscheidung getroffen, dass du sie töten würdest? Nein. An welchem Punkt hast du diese Entscheidung getroffen? Als wir am Teich waren. Okay. Warum? Ich weiß es nicht. Du hast dich einfach dazu entschieden. Okay. Alicia hat zwar kein wirkliches Motiv, allerdings besteht kein Zweifel, dass die Vorgänge mehr geplant waren, als sie zugibt. Angeblich hat sie das Grab nach dem Mord gegraben. So gäbe es keinen Vorsatz, sondern nur einen zufälligen Messermord ohne Zeugen. Vielleicht hofft sie auch, dass ihre Impulsivität sich ebenfalls positiv auswirkt. Und das ist die Wahrheit, als du sagtest, du hättest ihre Leiche verbrannt. Mhm. Okay, der Teil ist wahr? Mhm. Also ist ihre Leiche immer noch da oben. Ich habe ihre Leiche verbrannt und sie dann im Bach verstreut. Im Bach? Ja. War der Teich davor voll? Ja. Okay, weil grundsätzlich ist es sehr schwer, eine Leiche zu verbrennen auf diesem Wege. Es ist also nicht alles verbrannt, oder? Nein. Nein, denn es ist schwer, eine Leiche zu verbrennen. Richtig. Du hast also gewissermaßen den Rest von ihrem Körper ins Wasser geworfen. Mhm. Bewegte sich das Wasser schnell? So in der Art. Okay. Klamotten waren noch... Also hast du noch ihre Klamotten gesehen? Sie sind verbrannt? Ja, sie sind verbrannt. So, und wie ging es dann weiter? Also von da an. Du hattest ein Messer und erzähl mir, was dann geschah. Ich ging zurück nach Hause. Ich ging zurück und dann zu Hause rein. Bist du diesen Pfad zurückgegangen, den du mir eben schon gezeigt hast? Du gingst den Pfad zurück und kamst zu Hause rein. Jupp. Und dann? Was hast du dann gemacht? Ich ging hoch in mein Zimmer für eine Stunde und dann ging ich wieder runter. Und dann legtest du das Messer ins Waschbecken. Jupp. So hast du es gemacht? Mhm. Okay. Was war denn mit dem Loch? Keine Ahnung, es war einfach da. Nein, es war nicht einfach da. Ich grub es und dann war es einfach da. Wann hast du es gegraben? Nachdem ich... Ich schaute nach einer Stelle, wo ich ihre Leiche verschwinden lassen konnte. Deshalb habe ich es gegraben. Wann? Es war bevor ich heimkam. Bevor du von wo nach Hause kamst? Ja, aus dem Wald.
Wer hat dir geholfen? Niemand. Opa half dir oder tat er das nicht? Nein. Wer hat dir geholfen? Niemand hat mir geholfen. Wann hast du das Loch gegraben? Warum? Wann? Mittwoch. Der Mittwoch, bevor das alles passierte? Nein. Der Mittwoch, als es geschah. Nachdem du sie getötet hast oder vorher? Nachher. Du kamst nach Hause? Ja. Gingst du auf dein Zimmer? Du hörtest Emma schreien? Mhm. Du liefst runter, um ihr zu helfen? Mhm. Da hatten wir schon 18 Uhr abends, als Emma schrie. Wann hättest du also die Zeit gehabt, das Loch zu graben? Bevor ich zurück ins Haus kam. Du hattest keine Schaufel bei dir. Ich hatte ein Messer. Du kannst das Loch nicht mit einem Messer ausgehoben haben. Die Glaubwürdigkeit ihrer Geschichte war sehr gering. Zudem entpuppte sich ihr Zeitplan als weiterer Glaubwürdigkeitszerstörer. Elisabeth sollte um 18 Uhr zu Hause sein. Sehr großzügig sagen wir einfach mal, dass sie um 17.45 Uhr bei Emma losging. Und wir wissen, dass ihr um 18.15 Uhr das Leben genommen wurde. Kurz nachdem man Alicia die Treppe runterstürmen hörte. Um Emma aus den Dornbüschen zu befreien, ging sie zur Kirche. Um 19 Uhr hatte die Polizei bereits mit ihrer Suche begonnen, so dass Alicias Verbrechen ab dieser Uhrzeit nicht mehr weiter vertuscht werden konnte. Sie erwartet tatsächlich, dass die Ermittler ihr glauben, sie hätte in der Zeitspanne von 30 Minuten ein Kind umgebracht, mit einem Messer ein Grab ausgehoben und die Leiche verbrannt. Und zwar so, dass die Suchtrupps keinen Rauch oder Geruch von verbrannten Haaren wahrgenommen haben. Warum also lügt sie noch? Weil wenn Alicia Rice davon überzeugen kann, dass keine Leiche mehr gefunden werden kann, muss sie nicht zugeben, dass Elisabeth in einem zweiten Grab liegt. Selbst wenn sie es irgendwie durch ein Wunder geschafft hätte, pünktlich zur Kirche alles aufzuräumen, wäre es in dieser Zeit unmöglich gewesen, zwei Löcher zu graben. Die Entdeckung des zweiten tatsächlichen Grabes würde es unmöglich machen, den Vorsatz weiter abzustreiten. Schlimmer noch, denn die Größe beider Löcher beweist, dass sie schon immer die Absicht hatte, ein Kind zu töten. Du hast es nicht gegraben. Ich war da draußen und ich habe 5 Stunden gebraucht. Du hast dieses Loch auch nicht mit einem Messer gegraben. Dein Opa liebt dich wirklich sehr, oder nicht? Dein Opa würde wirklich alles für dich machen, oder? Ich weiß, dass du das jetzt hier nicht sagen willst. Ich weiß auch, dass du ihn schützen willst. Doch wir müssen hier an der Stelle alles wissen. Du kamst zurück. Du erzähltest ihm, was passiert ist. Dann wollte er dir helfen. Nein, er wollte versuchen, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe meinem Großvater überhaupt nichts gesagt. Rice glaubt Alicia, dass das Grab an diesem Tag gegraben wurde. Daher ist ein geheimer Komplize die einzige Möglichkeit, die Zeitachse zu erklären. Er hat jedem Wort der Verdächtigen aufmerksam zugehört und erinnert sich jetzt daran, dass sie anfangs sagte, ihr Opa wäre der Erste gewesen, den sie an diesem Tag sah. Jedoch werden seine geschlossenen Fragen diesmal nicht funktionieren, denn sie sagt diesmal die Wahrheit. Niemand kann Rice verantwortlich dafür machen, dass ein junges Mädchen diese Tat abstreitet. Selbst wenn Alicia zugibt, dass sie gelogen hat, um den Vorsatz zu verbergen, würde der Ermittler den Rest des Verhörs bei seiner Komplizentheorie bleiben. Ich denke, ich habe einen psychologischen Test gemacht. Dienstag oder so. Wo? Ja, bei Pathways. Ja. Was werden Sie jetzt mit mir machen? Ganz ruhig. Aber was du getan hast, erfordert, dass sie nochmal mit dir da rausfahren und die Leiche finden. Und dann werden sie dich wieder mit runter ins Juvenile-Büro nehmen. Dort werden sie sich dann fertig bearbeiten und einige Entscheidungen treffen. Und dann sehen wir, ob du zuerst ins Krankenhaus gehst oder... Warst du schon mal im Krankenhaus? Ja, in Mo. In Mo, okay. Wir werden einige Entscheidungen treffen, was das Thema angeht, okay? Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus, okay? Im Moment bist du immer noch in Juvenile. Im Juvenile-Polizeibüro. Wir richten unsere Leistungen nach Behandlungen aus. Die Juvenile-Arena ist ausgerichtet auf Behandlungen, okay?
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Ermittler bei ihren Antworten immer sehr genau darauf achten müssen, dass ihre Antworten nicht als Drohungen interpretiert werden können. Maya beruhigt Alicia in diesem Fall gerne damit, dass sie behandelt wird anstatt bestraft. Dies gilt als manipulative Taktik, weil dadurch ihre Erwartungen geweckt werden, dass sie besser kooperieren sollte. Natürlich war Rice auch manipulativ, aber er scheute sich sicherlich nicht davor, ihr Angst zu machen und Schuldgefühle zu erzeugen. Vernehmern ist es gestattet, betrügerische Taktiken anzuwenden und sogar über vorliegende Beweise zu lügen. Für Maya verstoßen solche Vorgehensweisen jedoch gegen die Berufsethik als Jugendbeamtin. Die Richterin stimmte zu und hinderte die Staatsanwaltschaft daran, das gerade gesehene Videomaterial zu verwenden. Maya wird vorgeworfen, sie habe weit über ihr Aufgabenspektrum hinausgehende manipulative Taktiken angewandt. Glücklicherweise war die Beweislage schon ohne Geständnis sonnenklar. Nach dem Verhör führte Alicia die Ermittler zur Leiche von Elisabeth. Es war Alicias Idee, an dem Tag Elisabeth zum Spielen zu holen und nicht Emmas. Sie schickte ihre Schwester zu Elisabeth, um sie zu holen, und schickte dann Emma weg, als es für Elisabeth Zeit wurde, nach Hause zu gehen. Alicia lockte ihr Opfer in den Wald, um ihr etwas wirklich Krasses zu zeigen, während sie ein Küchenmesser im Hosenbund versteckte. Sie liefen ungefähr einen halben Kilometer, bis Alicia schließlich ihr Opfer tötete und die Leiche dann in ein vorbereitetes Loch zog, und dann kratzte sie mit ihren Händen Blätter und Dreck über die Leiche. Alicia sollte nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Die Verteidiger versuchten ihr Verbrechen mit ihrer zerrütteten Kindheit zu rechtfertigen. Dieses Thema besitzt angesichts ihrer früheren Selbstverletzungen und Suizidversuchen eine gewisse Glaubwürdigkeit. Eine Krankenschwester dokumentierte über 300 Namen an Alicias Körper, darunter viele Selbstverletzungen, Bisse, Verbrennungen und in die Arme eingeritzte Worte Hass und Schmerz. Da Prozac jedoch nachweislich die Wut mildert, schloss Alicia schließlich einen Deal und bekannte sich des Mordes zweiten Grades für schuldig. So konnte sie eine lebenslange Haft vermeiden, wird aber erst im 60. Lebensjahr wieder die Möglichkeit bekommen, sich in Freiheit zu bewegen. Alicia wünschte sich, sie könnte ihr eigenes Leben geben, um Elisabeth zurückzuholen. Aber Reue kann die Tatsache nicht ungeschehen machen, dass dieses kleine Mädchen sogar von ihren Urgroßeltern überlebt wurde. Elisabeth Orton verbrachte ihr kurzes Leben damit, Hannah Montana zu singen und Kekse zu backen und sich zu verkleiden. Sie verbrachte die letzte Zeit mit ihrer Mutter, um für ein Schulstück zu üben, was sie jedoch nie aufhören sollte. Elisabeth war genauso wertvoll und verdiente das Leben ebenso wie jedes andere kleine Mädchen. Sie wurde von einer Pferdekutsche zu Grabe getragen in einem Meer von rosa Luftballons.